Weiter geht's. Mit der schießwütigen Carla Valenti. Ich bin übrigens etwas erkältet, deswegen ist meine Stimme vielleicht etwas heiser klingend. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So. Mensch, wenn es wenigstens jetzt ein anderes Programm wäre. Wow. Aber das ist ja langweilig hier. Och. Ups. Ganzen Terroristen. So, jetzt ist aber gut hier. So. Mehr schieße ich nicht. Ich will jetzt hier nicht, 3 Stunden mit Schießübungen hier meine Zeit vertrödeln. Ich will lieber, dass wir hier in der Story weiterkommen. Sie sollten öfters herkommen, um Zielen zu üben. Jetzt mach mir nicht runter. Ihre Begabung verletzen Sie noch unschuldige Menschen. Was ist denn das für ein Affe? So, Untersuchung. Sie stellten die Untersuchung dann sicher nicht ein, oder? Nein, die Sache ließ mich nicht los. Was konnte ihn zu dieser Tat bewogen haben? Ich überprüfte, naja, jede Menge Spuren. Und stieß beinahe zufällig auf ähnliche Fälle. Auf andere Täter mit gleichem Profil. Sie meinen, wo der Mörder auf gleiche Weise vorging und den Tatort nicht verließ? Genau. 3 Wochen zuvor war mitten am Tag ein anderes Opfer grundlos erstochen worden. Dann entdeckte ich einen dritten Fall, der 2 Monate zurücklag. Dann noch einen und noch einen. Und stets dasselbe Spiel. Beziehung. Die Morde stehen miteinander in Beziehung. Könnte sein. Auf jeden Fall war die Vorgehensweise stets identisch. Durchtrennen der Herzarterien, und zwar sehr präzise, und dann Verstümmelung der eigenen Arme. Mörder? Und der Mörder dieses Kirsten, was wurde denn aus dem? Er heißt Janos. Er wurde verrückt. Er sitzt seitdem in der Anstalt. Kirstenakte? Und Ihre Recherchen in dem Mordfall im Supermarkt? Fanden Sie was heraus? Diesen Fall sollten Sie lieber aufgeben. Hier geht es nicht nur um einen Mord. Aber hinter den Kulissen wird irgendein falsches Spiel gespielt. Dann lege ich wohl eine neue Akte an. Mensch, Carla ist ja so zielstrebig. Aber es ist schon alles etwas komisch, muss ich sagen. Zur gleichen Zeit versucht selbstverständlich auch Lukas herauszufinden, was um ihn herum passiert und vor allem mit ihm. Da ist es. Wir gehen jetzt zu unserer Spezialistin Agatha. Okay, es macht niemand auf, also gehen wir einfach mal rein. Boah, die Tür könnte aber mal geölt werden. Ist hier jemand? Okay. Kommen wir erstmal hier rein. Gucken uns ein bisschen was an. Alte Teller auf einem Regal. Ein alter Holzofen. Die Kaffeekanne ist noch heiß. Eine alte Spüle. Ja, Lukas, wir haben ja verstanden, dass alles alt ist. Okay, einen Kühlschrank können wir nicht geben. Was liegt hier? Ein Messer und eine Packung Streichhölzer, oder? Naja. Okay, hier ist niemand. Dann gehen wir mal in den Raum. Oh, Vögel. Okay. Eine alte Kochkommode. Kannst du jetzt mal aufhören, bei allem zu sagen, eine alte irgendwas? Oh, guck mal hier, eine alte Tür. Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Nee, Elefanten.
Man merkt, dass Lukas etwas keiner verwirrt ist. Oh, diese Einstellung ist aber auch eklig. So, was gibt's hier zu sehen? Eine ausgestopfte Krähe. Alles klar. Alle Möbel sind abgedeckt, als ob hier schon seit langem keiner mehr wohnte. Ah, da ist ja jemand. Sind Sie Agatha? Warum möchten Sie mit Agatha sprechen? Vorstellen. Ich heiße Lucas Kane. Ich habe Probleme und ich muss mit ihr darüber sprechen. Probleme? Und wer hier auf Erden hat die nicht? Sind die für komische Augen? Großmutter, was schaust du denn so komisch? Man kann auch ohne Augen sehen. Ja, sie ist blind. Und nun, junger Mann, schieben Sie mich bitte rüber. In Gesellschaft der Vögel kann man sich besser unterhalten. Ach so. Ja, bevor wir das tun, gucken wir mal an Ihrem Nachttisch. Eine Kette und wir kriegen ein zusätzliches Leben und haben jetzt volle Lebenanzeige. Eine volle Lebenanzeige. Und wir schieben Agatha aus dem Fenster raus. Komm, komm, komm. Naja, gut. Lassen wir mal lieber. Wir haben ja nicht so viel Zeit dazu. Sie will ins Krähenzimmer geschoben werden, also tun wir das. Wie, und man stößt einfach mit ihr die Tür auf, oder wie? Einfach mal die Oma im Rollstuhl gegen die Tür gehauen und auf ist sie. So, da wären wir auch schon. Vögel sind einmalige Tiere. Sie können ihr ganzes Leben in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Mord. Ich habe jemand umgebracht. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Glauben Sie nicht, Sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden? Vision. Ich hatte eine Vision eines anderen Mannes, der gleichzeitig genau dieselben Bewegungen machte. Und eines Mädchens, das mich um Hilfe bat. Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien Sie so nett. Füttern Sie bitte meine kleinen Lieblinge. Damit sie in Ruhe die Polizei rufen kann. Okay, da ist nichts. Gut, dann füttern wir mal ihre kleinen Lieblinge. Aber wehe, die beißen. Der hier noch. So, und bevor wir jetzt wieder mit Agatha reden, mache ich hier wieder einen Schnitt. Bis dann.